Das macht mich stutzig darüber, was Persok noch über unser Dorf weiß. Oder ob ihm eine Runde am Rad wie bei den meisten von uns die Einzelheiten aus dem Verstand gerissen hat. Hat sich dein Dorf seit seiner Zeit sehr verändert? Was würdest du ihm über dein Dorf erzählen? Masuk is probably much the same as it was 100 years ago. We live between tundra and frozen forests, and the land takes as much as it gives. But our hardships bring us together. And the elders truly unite us. They keep the stories of past generations, and they guide us from season to season, through good years and lean. Sie streift sich einen Zopf hinter ihre Schulter. Masuk ist heute wahrscheinlich genauso, wie es schon vor 100 Jahren gewesen ist. Wir leben zwischen Tundra und gefrorenen Wäldern und das Land gibt so viel, wie es nimmt. Unsere Unbill aber bringt uns näher zusammen. Und durch unsere Ältesten werden wir wahrhaftig geeint. Sie bewahren die Geschichten vergangener Generationen und sie führen uns von Jahreszeit zu Jahreszeit durch gute und magere Jahre. Itomak streift gegen ihre Hüfte, worauf sie ihn am Kopf kratzt. In jüngster Zeit hat es viele gute Jahre gegeben. Meine Tanten sagen, dass wir aufgrund der Jagdgebiete, bei deren Einrichtung Persok beteiligt war, weniger Scharmützel mit Nachbardörfern hatten. In schlechten Jahren verlassen wir uns auf den Handel mit den Kaufleuten, die an unseren Küsten vorbeikommen. Wir tauschen Walrossstoßzähne und Robbenpelze für Getreide, das uns durch die harten Winter bringt. Viele dieser Abkommen hat ebenfalls Persok eingefädelt. Sie hält das Bärenfigürchen hoch. Dieses Figürchen hat er von einem der Amauner-Schiffe bekommen, die mit uns Handel treiben. Das klingt danach, als hätte Persok viel für dein Volk getan. Masuk muss ein Dorf mit starkem Zusammenhalt sein. Wäre es nicht auch so zu vielen dieser Entwicklungen gekommen? Nehmen wir mal das zweite mit dem Dorf. As family. Ihre Stimme wird leiser. Als Familie. Sie stopft den Adrabär zurück in ihren Rucksack aus Karibuhaut. Klingt aber danach, als ob du auf deiner eigenen Jagd unterwegs wärst. Spürst du den Nervenkitzel der Verfolgung? Oder bist du bereit für das Ende dieser Jagd? Es ist zu früh, um das sagen zu können. Ich genieße mein Abenteuer. Jeder Tag bringt einem etwas Neues. So wie jetzt herumzurennen, hält mich davon ab, was mir wichtig ist. Ich hatte gehofft, mich niederzulassen. Spielt das eine Rolle? Ich habe hierbei keinerlei große Wahl. Ah, genießen wir das Abenteuer. Sie lächelt, in der Tat erfrischend. Sie steht auf, streckt sich und sieht sich um. Wir haben die Dunkelheit auf unserer Seite. Sollen wir weiterziehen? Ah ja, lass uns gehen. I'm here. So, dann können wir wieder runter. Absolutely. Das war schon wieder eine viel zu lange Unterhaltung mit Zakani. So, es ist dunkel. So, Punisks Haus und da ist der Marktplatz. In diesem Gebiet ist das Kampieren nicht erlaubt. So, hier sind unsere Händler. Ah, hallo, du bist es, sagt die Oleana mit einem vertrauten Ton. Danke, dass du meinen Laden besuchst. Ich versuche immer noch, mich von dem Verlust der Ware zu holen, sagt sie wütend. Mein Angebot ist nicht mehr so vielseitig wie früher, aber vielleicht findest du etwas. Dann zeig mal, was du so hast. Alles nur Fallen? Ein Enterhaken, den nehmen wir gerne. So, was ist mit dir? Good day to you. Die junge Frau steht neben einem Kahn und beobachtet die Menge mit großen, intelligenten Augen, die dich ins Visier nehmen, als du dich näherst. Lass sie ruhig, Zeitreisende. Wenn du nach verzauberten Schriftrollen oder Gewändern suchst, bist du bei mir richtig. Ja, zeig mal, was hast du so? Siegel des Glaubens. Kann nur verwendet werden vom Priester. Zauberanwendung der ersten, zweiten und dritten Stufe plus 1. Yay, das ist gar nicht mal so schlecht, das Teil. Tellards Ring.
Zwei Zauber der zweiten und ein Zauber der vierten. Ring der Abwehr, Ring des Schutzes. Jede Menge Schriftrollen. Eschenholzkamee. Beschwörte Delemgarn. Einmal pro Ruhephase. Tränke und Kräuter und so. Notizen. Kupferweg. Wie heißt sie? Lora. Kupferweg, Lora. Ringe. Los, Mats. Ich schreibe das mal immer so auf, wo interessante Händler sind. Was Well verkaufst met, du? friend. Händler lächelt freundlich. Sei gegrüßt, Reise. Möchtest du Proviant für deine Reisen kaufen? Zeig mir deine Waren. Das ist ein Name. So. Gut. Was verkauft Ikon? Well met, friend. Ikon steht hinter dem Stand und poliert ein Breitschwert. Die gemusterte Haut um seine Augen herum ist alt und faltig. Die Muskeln in seinen Armen sind knotig und mager, und doch hält er die Waffe ohne jede Mühe. Er blinzelt dich an. Willst du dich umsehen? Du wirst in ganz Trutzbruch kein besseres Angebot an Waffen und Rüstungen finden. Außer bei Sonnild, versteht sich. Er grinst schief. Was ist an Sonnild so besonders? Sie hat ihren Laden in der Expeditionshalle. Er deutet mit dem Daumen über seine Schulter. Sie verkauft die beste Ausrüstung der Stadt, aber WLAN hält sie an der kurzen Leine. Ihre edlen Waren sind reserviert für angeheuerte Expeditionsteilnehmer, Mitglieder der Dutzenden und alle anderen, an denen er Gefallen findet. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oh ja, er hat ein paar schöne Sachen. Dietrich Brechstangen. Seil und Haken nehmen wir mal mit. Das ist halt so doof, dass ich das nicht direkt ins Lager schieben kann, aber ja, dann einen ziemlich guten Kriegsbogen. Ziemlich gutes Zepter. Stolz der Pike ist auch ziemlich gute Rüstung. Oder? Dauer von Betäubung, Dauer von Niedergestreckt plus 9 Wille. Ja gut, hat keine sonderlich gute Schadensreduktion, weil es halt nicht noch nicht verbessert wurde. Gut. Aber auch den können wir aufschreiben. Du heißt Igrun. Kupferweg. Igrun. Wappen. So. I'm here. Ja, wir haben keine Ahnung, wem das Haus gehört.
Platzen wir da einfach mal kurz rein. Gut, kennt jeder den Plan? Die Mauer hinauf und in das Fenster hinein. Den Edelstein für den hübschen kleinen Fürsten schnappen. Wir haben es verstanden. Pass mal auf, Zwerg. Wenn ich muss, dann... lang, denn wir haben Besuch. Sei gegrüßt. Der Zwerg blickt dich misstrauisch an und versteckt seine Pistole hinter seinem Rücken. Suchst du jemanden? Es passt uns nämlich gar nicht so. Langdon fährt den Zwerg an. Idiot, sie gehören vermutlich zu den Schmelztiegelrittern. Es war ein großer Fehler herzukommen. Er hebt seine Klinge. Nein, mit dem will ich erstmal noch nichts zu tun haben. Stimmt, da war was. Ja, möchte ich gerne hin. Eigentlich sollte ich mich wirklich daran halten, erstmal keine Gebäude zu betreten, für die ich keine Quests habe. I'm here. Jede Menge Schilder, die da hängen. Diese Schilder wurden in lange zurückliegenden Schlachten ramponiert und verkratzt. Admets Lager, ja. Oder Admevs Lager. Ja, die wurden auch verkratzt. Dann gehen wir mal hier rein und hören uns in der Expeditionshalle um. Mercenaries. All fancy weapons and no skill. Söldner, teure Waffen und keine Fähigkeiten. Und da kommt eine Truppe Abenteurer und eine Truppe Expeditionsfuzis. Ein gepflegter Mann geht mit selbstbewusstem Gang durch den Raum, ein selbstgefälliges Grinsen ins Gesicht gemeißelt. Er wird von 5 anderen abgehärteten aussehenden Personen umgeben. Einer seiner Gefährten blickt dich kurz an, bevor er seinen Kautabak vor deine Füße spuckt. Wieder so ein Frischling, was? Merkst dir einfach, dass Banes Riesentöter hier das Sagen haben. Dann passiert dir nichts. Noch nie gehört. Er kneift seine Augen zusammen. Jetzt schon. Wenn du in Trutzbuch bleibst, wirst du das noch häufig tun. Es gibt jede Menge Kopfgeld, aber es gibt einen Grund, warum die Riesentöter den Löwenanteil davon bekommen. Merkt dir das? Eine Stimme bellt durch den Raum. Genug geplaudert, Bane. Willst du den Auftrag erledigen oder darüber reden? Er beißt die Kiefer zusammen. Venan hat recht, das Geld sammelt sie nicht von alleine ein. Er blickt seine Kameraden an und nickt in Richtung Tür. Wir sehen uns, Frischling. Okay, sehr freundlich. So, hier würden wir klauen. Die Orte verschiedener inventarischer Ruinen werden von Dolchen markiert. Notizen an den Kartenrändern, Listen... Wetten auf aktuelle Expeditionen auf. I'm here. Don't stand on ceremony. State your business. Dieser grob aussehende Mann sieht dich kurz an, als er die im Raum verteilten Söldner überblickt. Sparen wir uns die Etikette, was willst du? Erzähl mir von den Dutzenden. Werners Gesichtsausdruck wird ernst, der Ton seiner Stimme tiefer. Gute Männer und Frauen, die versuchen, in die Fußstapfen von großen Männern und Frauen zu treten, die vor uns kamen. Wir sind ein loser Verband von Kriegern und Abenteurern im Dürrwald. Nicht so nobel wie die Schmelztiegelritter, versteht sich. Aber zumindest vergessen wir unsere Wurzeln nicht. Eigentlich will er sagen, zumindest erinnern sie sich an die Wurzeln anderer und geben vor, sie zu mögen. Eure Wurzeln? Die Schmelztiegelritter sind stolz darauf, dem Dürrwald vor 150 Jahren die Freiheit geschenkt zu haben. Aber wir sind es, die diese Freiheit beschützen. Jedes Kind weiß, dass der Krieg des Heiligen endete, als der Götterhammer Whitewind auf der Brücke von Evondivir vernichtete. Aber nur sehr wenige wissen, wie Whitewind überhaupt auf diese Brücke gelangt war. 7 Männer, 5 Frauen, sie traten aus der Zitadelle von Heilgott und stellten sich einem Gott. Sie hielten ihn dort fest, bis die Bombe explodierte. Er schlägt auf den Tisch. Dieses Vernichtnis verteidigen wir. Manche nennen uns Söldner, aber wir brauchen keine einheitlichen Uniformen
und seinen Umhänge, um uns an unsere Aufgabe zu erinnern. Wir sind heute genauso wie damals, wir setzen uns für die Leute ein. Wir sind die erste Verteidigungslinie, egal was nötig ist. Wir haben jetzt neue Feinde. Wenn es nicht Whitewind ist, ist es sein verfluchtes Vermächtnis. Diese verwaldeten Seelenmetzger in Farnheim machen es nur noch schlimmer für uns alle. Wahrscheinlich sind sie sogar der Grund für diese ganze Sache. Nun, wir sind noch hier und wir sind inzwischen sehr viel mehr als nur 12. Wir haben die Dürfer einmal verteidigt, wir werden es wieder tun. Venner nickt dir leicht zu, sein Blick bewegt sich weiter von Söldner zu Söldner, während er spricht. Was brauchst du sonst noch? Ich suche Arbeit. Osric. He's usually got something. You do well for him, maybe I can find you more. Er mustert dich von oben bis unten. Schließlich deutet er auf einen Mann, der Übung leitet. Sprich mit Osric. Er hat meist Aufträge zu vergeben. Wenn du dich bewährst, finde ich vielleicht noch mehr Arbeit für dich. I'd be glad to. Also ja, die Halle ist ja zum Glück nicht groß.